Hallo zusammen, ich habe hier ein VW T4. Ich weiß, das ist nur die Kühlbox von einem VW T4. Die sind so jetzt 30 Jahre alt und wir reparieren die, das ist kein Thema. Wir können Verdampfer wechseln, wir können den Kompressor wechseln, können den Sator wechseln. Wir haben alle Bauteile hier. Das Problem ist nicht das Reparieren von dem Kühlschrank. Das Problem ist eher, dass ihr, die mir jetzt hier zuhört, gar nicht bei mir sind. Und das Ding ist so dermaßen verbaut in einem Wohnmobil oder im VW Westfalia-Ausbau, dass das Ausbauen nicht ganz einfach ist. Aber das schauen wir uns jetzt an. Wir sehen hier jetzt das Tippenschild von dem... Mal schauen, ob ich ein bisschen Licht hinkriege. Wir sehen hier das Tippenschild von dem Kühlschrank, also Westfalia, und daneben das Electrolux-Zeichen, und der wurde von Electrolux an sich hergestellt. Ja, wir haben hier den VW-Bus. Wir haben hier jetzt den VW-Bus, den Sitz ganz nach vorne schieben, und wir schauen uns jetzt, wie man den Kühlschrank einbaut. Könnt ihr das Video rückwärts schauen, dann sieht man, wie man ihn ausbaut. Ich mache das alles in einer Datei, dann kann ich besser schneiden. Ja, so sieht das Loch aus, wo an sich der Kühlschrank drin war, oder diese Kühlbox. Wir haben hier noch die Zierleiste, die legen wir weg, die kommt dann ganz am Schluss. Wir sehen hier die Luft. Zulass und Ablass. Wichtig ist, dass wir hier diese Briten drauf haben, zweimal. Da kommen wir nachher dazu. Und hier ist das Ladegerät. Das müsst ihr ausbauen. Das ist an sich dann hier unter diesem Sockel. Hier ist eine Leiste, diese entweder alles demontieren, aber es reicht, wenn man die ein bisschen hochdrückt hier. Oder? Original ist dann hier noch eine Schraube drin, aber die ein bisschen hochdrücken, dann kommen wir mit dem Kühlschrank rein, beziehungsweise auch raus. Diese Schraube, die hier drin ist, die kann man von diesem Kasten her, von hinten her hat es eine Mutter, die kann man lösen. Ja, gehen wir rein. Perfekt.